33 Euro, 8 Megaboxen und wir können einen legendären Brawler ziehen. Letzte Megabox. 7! Hey Leute, seitdem ich vor einigen Wochen wieder aktiv angefangen habe, Brawl Stars zu bringen, habe ich extrem viele negative Kommentare dazu bekommen, dass ich extrem schlecht in Brawl Stars bin. Viele haben mich als Noob bezeichnet, viele sagen, ich bin einfach extrem schlecht in dem Spiel. Und ich selber möchte euch heute beweisen, dass ich nicht extrem schlecht in Brawl Stars bin. Das heißt, wir wollen es heute schaffen, meinen allerersten Brawler auf 600 Trophäen zu pushen. Unser Shelly. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Und wenn wir am Ende natürlich die 600 Trophäen wirklich schaffen sollten, was für mich persönlich echt eine ziemlich gute Leistung wäre, dann würden wir uns dieses Angebot hier kaufen. Sehen wir hier das Happy Wally, das Angebot mit 33 Euro Preis, 8 Megaboxen, 500 Juwelen und 11.500 Gold. Bin gespannt drauf, ob wir dann daraus auch noch was ziehen können, denn wir können Bee, Max, Spike und Sandy freischalten. Also, würde ich sagen, wir starten rein. Ich will euch beweisen, dass ich gar nicht mal so schlecht im Brawl Stars bin. Könnt auch gerne in den Kommentaren meine Leistung bewerten und eben sagen, wie ich gespielt habe. Und euch jetzt, wie immer, viel Spaß mit den Highlights. Die Shelly müssen wir so ein bisschen fernhalten. Wir haben es hier schon mal ganz gut ausgeslagert mit 4 Power-Ups. Haben auch einen sehr guten Start erwischt. Wir müssen es halt nur irgendwie unsere Ulti ein bisschen farben. Okay. Ja, die Ulti ist erst halb voll. Also das Wichtigste ist... Oh mein Gott, nein. Let's go. Oh mein Gott, was? Ich bin direkt Erster. Was war das denn? Ich bin gerade so schlecht gewesen. Wie kann ich jetzt in dieser Runde auf Platz 1 sein? Die haben mich einfach rangelassen. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, next, okay, let's go. Okay, hier kommt die Piper. Ich spring weg, aber ist in Ordnung. Ich bin Platz 2. Ich bin Platz 2. Das kann echt krass gut. Ja, das kann auch extrem gut für uns jetzt werden. Das war vielleicht ein bisschen aggressiv, vielleicht auch nicht. Next Kill. Kann ich ihm noch ausweichen? Oh mein Gott, was war das für eine Runde? Leute, muss man wirklich mal sagen. Ich habe erst so schlecht gespielt. Und jetzt 20 Sterne. Das heißt, wir kommen plus 10 wieder. Und das heißt, wir sind insgesamt jetzt hier bei 587. Zwei gute Runden, wir haben es schon geschafft. Wir starten jetzt hier rein in die vorletzte Runde hoffentlich, und zwar Geschenkraub. Wir wollen jetzt hier einfach gewinnen und dann haben wir die beste Ausgangslage. Was ist das denn? Das Schiff kippt? Das hatte ich noch kein einziges Mal. Jetzt bin ich ganz so verwirrt, das Schiff ist noch nie gekippt. Was war das denn? WTF. Wieso hatte ich das bisher noch nicht? Oh Gott, ich bin gerade völlig verwirrt. Okay, alles gut. Okay. Wieso kippt das Schiff gerade? Ich bin total verwirrt. Ah! Okay. Ich gehe jetzt hier so rein. Versuche vielleicht über außen zu gehen. Der Poke versucht die Büsche zu clearen. Oh nein, der Bullet ist geschenkt, ne? Nein. Aber es ist... Ich komme auf das Schiff nicht klar. Ich habe so viel Geschenke drauf auch schon gepusht. Aber wahrscheinlich auf... gibt es das erst ab... Gerade mal in die Kommentare schreiben. Gibt es das erst ab 500 Trophäen? Ich bin gerade... Ich kann so nicht spielen gerade. Wie soll man so spielen? Okay, ganz konzentriert. Ja, jetzt einfach konzentriert bleiben. Die Chess ist hier schon mal ganz gute Ausgangslage für uns erstmal, aber ich komme auf dieses Schiff nicht klar, das ist unglaublich. Und jetzt kann ich hier ganz gut reingehen und vielleicht. Ah, nee, meine Ulti wollte ich drauf bekommen, hat nicht geklappt. Jetzt kann die Chess vielleicht ganz gut drauf gehen. Oder Bull vielleicht. Wir haben das Geschenk, oder? Bitte. Ja, ich glaube, wir haben. Nein, das Geschenk ist wieder verloren, leider. Die Chess ist jetzt gekillt. Und wir haben das Geschenk, let's go. Wir haben es. So, let's go. Ich habe das Geschenk bekommen. Ich muss jetzt erstmal das drehende Schiff immer noch klarkommen. Aber wenn wir jetzt das nächste Geschenk holen, dann haben wir die krasseste Ausgangslage. Aber ich komme... Hä, wieso dreht das Schiff? Wieso hat das in den ersten paar Tagen nie gedreht? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Okay, 9 Sekunden noch. Wir sind jetzt gleich in der Overtime. Ja. Oh, den muss ich ausschalten. Genau, ohne die Ulti zu verschwenden. Genau, perfekt. Ulti zielt drauf. Und die Chess jetzt am besten hier ausschalten. Jetzt, Bull, komm, Geschenk. Pass es. Nein, wieso gehst du nicht rein? Was macht der Bull da? Jetzt aber. Jetzt, ja. Soll es gewesen sein. Ulti. Ich muss es machen. Ja, oder? Let's go. Oh mein Gott, was war das für eine kranke Runde. Das heißt, wir kriegen jetzt hier plus 8. Wir kriegen plus 8. Und das bedeutet, wir sind jetzt hier bei 595 Trophäen. Das bedeutet, wir kommen jetzt zur hoffentlich entscheidenden Runde Showdown. Und um es jetzt zu schaffen, müssen wir, glaube ich, mindestens Top 3 kommen, soweit ich weiß. Auf geht's. Aber Dynamic, also vom Dynamic muss man sich halt wirklich fernhalten, weil da können wir halt einfach keinen Druck ausüben, weil es halt hinter den Wänden verstecken kann. Das ist halt ein großes Problem.
Ulti! Oh mein Gott, wieso ist er auf uns drauf? Er weiß doch, dass wir die Ulti haben, aber ich dachte erst, wieso treffe ich ihn nicht? Aber alles gut, ich habe ihn getroffen noch. Sehr geil. Jetzt wieder von Dynamite fernhalten. Wir sind Top 6. Drei Plätze noch. Zwei oder drei Plätze, ich weiß es nicht. Vielleicht reicht auch der vierte Platz. Okay, da ist eine Shelly. Die wird auch angehittet. Oh, komm, die schaffen wir. 1 HP, was? Okay, ist weggestorben, alles gut. Schau mal, das ist doch unser Kill jetzt, oder? Einfach ausweichen. Nein, nicht Primo. Alles gut. Wir können ihn fernhalten. 5 Baller noch am Leben. Jetzt haben wir echt eine gute Ausgangslage auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir... Genau, das Spike uns erstmal nicht treffen kann, genau. Ich glaube, der Mortis ist noch da unten, genau. Jetzt einfach nur irgendwie das hier zu Ende bringen. Der Mortis am besten jetzt hier irgendwie fernhalten, dass der eben nicht auf uns geht. Der will jetzt hier nur noch ausweichen. Der Mortis geht einfach nur darauf, dass er eben irgendwie so überleben kann. Das lassen wir aber nicht zu. Sehr geil. Ulti drauf. Wir haben gewonnen. Jetzt Showdown. Ulti drauf. Schuss. Und das heißt, wir sind in unserer allerletzten Runde heute mit Shelly einfach nochmal hier auf den ersten Platz gekommen. Und das bedeutet hier, wir haben es geschafft. 600 Trophäen mit unserem allerersten Brawler jetzt hier mit Shelly. Absolut geil. Gerade hier noch ein Screenshot muss sein, Leute, gerade an der Stelle. Ey, das ist echt für mich gerade ein besonderer Moment, muss ich sagen. Und ich würde sagen, damit haben wir jetzt hier nicht nur den allerersten Brawler auf 600 Trophäen, sondern kommen jetzt hier noch zu diesem Angebot hier. Happy Brawly Days, wie versprochen. Bevor wir das Angebot kaufen, müssen wir gerade noch meinen Creator-Code im Shop eingeben. Ganz rechts könnt ihr auch gerne eintragen, heißt Jojonas und damit unterstütze ich mich jetzt selber und damit könnt auch ihr mich kostenlos unterstützen. Vielen Dank. Okay, wir kommen zum Angebot. Insgesamt 8 Megaboxen, 11.500 Gold, 500 Juwelen. Ihr wisst, was es heißt. Wir haben jetzt hier die Chance, entweder einen legendären Brawler zu ziehen, wir können aber auch einfach B oder Max freischalten, also wir werden jetzt hoffentlich irgendwas Krasses ziehen. Auf geht's. Wir kriegen erstmal 500 Juwelen. Und kriegen 11.500 Münzen. Ey, dieses Angebot ist so insane, wirklich. Auf geht's. Erste Megabox. Wie viel verbleibende? Oh mein Gott, direkt 6 verbleibende. Wir kriegen definitiv mindestens einen epischen. Das ist so geil. Okay, auf geht's. Powerpunkte. Ems. Jetzt im Chat, sag ich schon. In den Kommentaren predikten. Was tippt ihr? Was ziehen wir? Wir können Ems ziehen, wir können B ziehen. Oder Spike. Oder eben Sandy. Auf geht's. Karl Tick. Bitte ein legendärer. Bitte. Ein Star Power. Wir haben noch 7 Boxen vor uns. Ich habe einfach die Star Power vergessen. Ja, moin. Okay, so viel. Man merkt auf jeden Fall, ich bin absoluter Experte, was Brawl Stars angeht. In Clash Royale gibt es das nicht. Da gibt es nur legendäre Karten. Ich komme ja aus Clash Royale, müsst ihr wissen. Zu dumm. Okay, sehr bitter. Egal, wir haben noch 6 Boxen vor uns. Alles gut. Wir müssen mindestens einen neuen Brawler ziehen. Okay, Tickets. Juwelen. Nächste Box. Wieder 5 verbleibende. Egal. 5 Boxen noch vor uns. Wieder rosa. Kriegen Tick. Sehr geil. Nicht so schnell. Ich muss mit den Truhen ein bisschen genießen. Es sind auch 30 Euro immerhin. Chini. Und BB, 74 mal BB, das ist ultra geil. Das ist nicht mein lowster Brawler, so ziemlich. Nehmen wir Tickets und kriegen immer Markendoppler. So. Nächste Box. 4. von der 8 Boxen. Was bekommen wir? Bitte 6. 5. Wieder nur 5. Oh, wenn wir jetzt keinen neuen ziehen, ist ja so belastend. Ich will zumindest B oder Max ziehen. Also für das Geld wäre es auf jeden Fall drin, finde ich. Und noch BB, okay. Tickets ganz nice. Karl ist auch ganz gut. Mal schauen, was können wir jetzt? Ems ist auch ganz wichtig. Ems ist einer der besten Brawler. Habe ich auch noch nicht so viel gepusht. 5. Megabox. Jetzt aber, bitte. 6 verbleibende. Wieder 5. Das kann nicht wahr sein. Kriegen Karl. Kriegen Rosa, kriegen Tick, kriegen Genie. Ja, Genie ist auch ganz nice. Und, oh, Alter. Also die Power-Ups sind halt echt nice. 90 mal 8 Bit. Wir müssen demnächst einmal ein richtig krankes Upgrade machen. Wir haben jetzt insgesamt fast 20.000 Münzen. Das müssen wir mal in der nächsten Folge ausgeben oder so. 5. Megabox. Bitte. Jeder 5. 8 Bit. Ems. Die Power-Ups sind echt geil. Karl und Genie. Ey, die Power-Ups sind richtig geil. Tick zu Juwelen. Wir kriegen die nächste Box. Bitte jetzt 6 verbleibende. 4 verbleibende? Was ist das denn? Gibt's das überhaupt? Hä? Was soll das denn jetzt werden? Bibi, Tick, Rosa und 8 Bit. Hä? Wie? Totaler Scam. Jetzt nur noch 4 verbleibende. Jetzt aber. Ist die letzte? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht mitgezählt, bitte. Nein. War das die letzte? Ich weiß es nicht. Bitte nicht die letzte. Es war die letzte. Es war einfach die letzte Truhe. Leute, ich will so nicht aufhören. Wir machen insgesamt 10 Megaboxen auf. Okay, dann haben wir eine gerade Zahl. Wir haben noch Juwelen bekommen. Wir machen jetzt noch 2 weitere Megaboxen auf Ehre, okay? Ist sauteuer jetzt insgesamt. Deswegen auch würde ich mich auf jeden Fall auch über Support freuen an der Stelle. Aber ich will noch einen neuen Brawler. 2 Boxen öffnen wir noch. Wenn es nicht klappt, wäre es ganz bitter. Komm. 5. 8 Bit, Karl, Rosa
Was, Baby, 100 Mal? Also die Power-Ups sind halt echt ultra geil, aber ich will einfach... Komm, letzte Chance, bitte. Letzte Megabox. 7! Was? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Wir können jetzt zwei Baller ziehen. Wir können zwei Legendäre ziehen. Wir können zwei epische, einen epischen und mythischen ziehen. Wir haben nur noch krasse Baller. Was ziehen wir jetzt? Wisst ihr, wie krass das jetzt ist? Wisst ihr eigentlich, wie krank das jetzt werden kann? Oh mein Gott. Nein, nein. Ich wollte einfach nur 6. Ich habe erst am Anfang 6 Verbleibende gehabt. Dann gar keine mehr. Jetzt kriegen wir 7. Das kann nicht wahr sein. Was bekommen wir jetzt? Was bekommen wir jetzt? Oh mein Gott. Was bekommen wir jetzt, wenn wir jetzt echt einen Legendären ziehen? Okay, auf geht's. Star Power. Zwar, ich hab's irgendwie befürchtet, aber wir kriegen noch einen neuen. Star Power Mortis. Was bekommen wir jetzt? Bitte Legendären. Wie? Wir bekommen die. Leider den schlechtesten. Trotzdem nochmal ein absolut kranker Abschluss. Star Power für Mortis. Bee gezogen. Würde ich sagen, krankes Opening. Bee noch gezogen, absolut geiler Abschluss. Natürlich kein Legendärer, ich hätte auf Legendären oder so gehofft. Trotzdem, 600 Trophäen mit einem allerersten Baller. Und eben Bee gezogen, krankes Opening. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Und ciao.